Das Spiel ist schon schlecht. Aber was sind denn eigentlich meine Lieblings-Jump'n'Runs? Let's go! Kennt ihr dieses Gefühl, während dem Urlaub am Strand zu liegen und sich einfach zu sonnen? So ist Mario Sunshine nur viel besser, weil wer möchte schon rausgehen und sowas. Hahaha, lustig. Jede Welt ist besonders und passt doch zu dem Urlaubsthema. Der Flood bereichert das Spiel perfekt und die Spiegel sind richtig toll. Also ich mag den Spiegel. Was? Du magst ihn nicht? Okay, wo waren wir? Weiter. Das Spiel wäre höher in der Liste, wenn es nicht diese zwei nervigen Missionen geben würde. Ich sehe zu dir, Flipper-Automat. Let's go! Zu dem Spiel muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht. Schaut einfach kurz in die Beschreibung. Deswegen ganz kurz. Super cooles Collector von, bestes Rare-Spiel, absolut spielenswert. Let's go! Und hier sind wir bei einem besonderen Platz angekommen. Mario 64 ist das erste Videospiel, das ich je gespielt habe. Auch wenn es heute nicht mehr ganz so besonders aussieht, war es damals etwas Revolutionäres. Was heute bleibt, ist ein spaßiges Leveldesign mit einer tollen Spielsteuerung und viel mehr. Let's go! Was ist, wenn man ein Spiel mit dem Weltraum verbindet? Nein, nicht dieses Spiel. Cutte das raus, schnell. Ja, genau das. Mario Galaxy. Ich glaube, keine Firma hätte diese Ideen besser umsetzen können. Ich habe den zweiten Teil übrigens genommen, weil, Yoshi. Ja, das glaub. Das passt schon. Let's go! Nachdem wir uns gerade durch vier meiner Lieblingsplattformen gekämpft haben, kommen wir nun zum Gewinner dieser Top-Liste. Und Überraschung, es ist Mario Odyssey. Cappy ist eine der besten Erfindungen. Dieses ganze Parcours und Übernahmefähigkeiten machen mir richtig viel Spaß. Das Spiel hat einfach den Lob verdient, das es bekommt. Und wer mehr darüber wissen will, schaut bei einem meiner Mario Odyssey-Streams vorbei. Aber was ist denn eure Top-Liste? Schreibt's einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.